Hallo hier aus dem Heldenladen. Ich bin der Klemmbaus Stefan und ich heiße euch herzlich auf meinem Kanal willkommen. So, ihr habt ja mitbekommen, letzte Woche war Thomas da und hat den ganzen Laden leer verkauft. Deswegen bin ich jetzt hier, um das Ganze wieder zu beheben und um die Regale wieder voll zu bekommen. Dafür habe ich ordentlich bestellt und heute ist Bluepix dran. Letzte Woche hatten wir ja schon die ganzen Lego-Neuheiten plus die Kobi-Neuheiten vorgestellt. Bei Bluepix gibt es eigentlich jede Woche was Neues, von daher bleibt es da immer spannend. Und lehnt euch zurück, genießt die Show. Ich starte doch mal mit, fangen wir klein an, wollen wir gleich groß hinaus. Erstmal ein bisschen Kleinzeug zum Warmwerden. Hm? Die Dinos hier, die hatten wir zwar schon mal da, waren dann eine Weile ausverkauft. Dann hatte ich mal das Produkt gewechselt. Und wir sind jetzt wieder hier zurück zu den Basics. Und zwar haben wir hier für 10 Euro die kleinen Dinos mit Wackelköpfen. Die kamen ja sehr gut an. Da haben wir jetzt 5 verschiedene wieder da. Fangen wir an hier. Pterosaurus haben wir in Rot, in Dominus Rex in Blau-Weiß. Ein Dilophosaurus haben wir hier in schicken Grün. In Reddish Brown haben wir hier einen Triceratops und einen kleinen T-Rex haben wir in Rot. Jeweils 10 Euro und alle mit Wackelkopf ausgerüstet. Ist ganz simpel gelöst, indem da eine kleine Sprungfeder mit verbaut wird als Hals. Und somit fangen die dann an, lustig zu wackeln und zu nicken, wenn man die aufgebaut hat. Habe ich jetzt noch was Neues bekommen, den hatten wir auch noch nicht. Richtung Racer oder schnelle Autos in 6 bis 8 Noppen breit. Moment, lass mich mal nachschauen. Wie breit ist das Ding denn? 2, 4, 3, 8. 8 Noppen breites Rennauto haben wir da. Dunkelblau geht so Richtung Ford Mustang eventuell. Steht auf jeden Fall schon mal nicht mit drauf. Könnte aber einer sein in der Polizeiversion. Blumen wurden sich ja die letzten Wochen immer mehr gewünscht. Das Wetter bietet es ja auch geradezu an. Die fangen ja auch an, überall wieder zu blühen und zu wachsen. Hier haben wir mal 3 ganz neue von der Firma Moltking mit ein paar mehr Teilen. Werden ebenfalls um die 20 cm groß. Haben nur knapp doppelt so viele Teile wie die, die wir bisher hatten. Bin mal gespannt, wie die hierhin aufgebaut aussehen. Werden wir bestimmt mal ein paar wachsen lassen. So, da haben wir doch schon mal einen ganzen Schwung kleines Zeug weg. Hier geht schnell, die habt ihr schon gesehen, haben wir nur wieder bekommen. Modernes Haus Nummer 1 und modernes Haus Nummer 2 sind auch wieder beide da. Die kanntet ihr wahrscheinlich schon, nur waren direkt wieder vergriffen. Dann habe ich noch einen ganz neuen Strauß, ebenfalls von Moltking. Hier Richtung Orchideen, allerdings diesmal über Brickbuild, ohne Formteile, so wie es bei den Sträußen von dem einen oder anderen Hersteller der Fall wäre. Ebenfalls bin ich da sehr gespannt auf die aufgebaute Version. Technikflitzer für 40 Euro haben wir 2 verschiedene bekommen. Allerdings mit 2 Rädern. Motorräder sind es. Und zwar eine in Rot, eine Sportmaschine und eine in Weiß mit blauen Muster mit bei. Jeweils 40 Euro um die 900 Teile. Was haben wir hier? 912 und 981. Lassen sich schön bauen und sind auch recht stabil. Also wer noch für die Sammlung ein Moped braucht, darf sich eine Farbe aussuchen. Dann geht es weiter mit einem Thema, wo ich mich natürlich weltbestens auskenne. Thomas war ja wieder da, hat ein paar Sachen bestellt. 2 Raumschiffe aus dem Star Trek Universum. Eins sieht sehr aus wie eine Defiant und eins wie eine Enterprise NX-01. Kenne mich nicht aus, steht aber hinten drauf, von daher, das kann sogar ich. Packungsnamen vorlesen, da bin ich gut drin. Man soll ja immer tun, was man kann. Und hier dieses schicke den hübschen Delta Flyer haben wir jetzt natürlich auch wieder hier in groß im Laden verfügbar. Jede Menge Star Trek. Dann komme ich doch noch mal zurück zu Blümchen, um das Thema hier in sich dann zu schließen. Die 2 Sträuße hat ja Thomas schon vorgestellt, einmal hier in der grünen Packung und einmal in der roten, der ist komischerweise komplett ausverkauft. Wer hätte es gedacht? Somit habe ich jetzt hier 2 Ausweichsträußchen mal organisiert. Eine Nummer größer, ich glaube preislich lagen die bei 35 Euro, also 5er mehr als die anderen. Allerdings halt anderes Design. Eins geht hier Richtung Sonnenblume und das hier wirkt doch ein bisschen wie so pastellfarbene oder brightfarbene Tulpen. Da bin ich auch sehr gespannt auf die aufgebauten Versionen. So, jetzt baue ich mich hier mal ganz gekonnt zu, damit ich mich ja nicht mehr bewegen kann. Dann mache ich mich mal an die ganz großen Klopper, weil ansonsten komme ich an die nächsten Sets nicht mehr. Die kleinen Dinos hatten wir ja schon.
Jetzt kommen wir zu den Großen. Wenn er die Kleinen nämlich fleißig gefüttert hat, könnte es sein, dass sich hieraus ein Ceratosaurier entwickelt. Knapp 70 cm lang, 67 in der Länge, 70 Euro schwer. Hat oben auch einen Haltegriff. Habe ich schon kaputt gemacht, gebe ich aber mit dazu. Also, kriegt man aber eh nicht in der Tüte wahrscheinlich. Ein riesengroßer Oschi. 1700 Teile, ne, 2000 hatte der. Moment, finden wir raus. 2016 Teile, 70 Euro. Also knapp pro Zentimeter Dino 1 Euro. Ist auf jeden Fall preislich. Ein ziemlicher Kracher. Hat auch noch einen Leuchtstein im Mund, den man jetzt nicht unbedingt beim Dinosaurier im Hals braucht. Aber den kann man ja auch weglassen. Wem der Ceratosaurus zu rot ist, da habe ich hier noch einen Spinosaurus. Der ist blau-rot gestreift. Und von den Farben her sieht der wirklich sehr, sehr spannend aus. Hab ihn auch schon mal zusammengebaut, steht zu Hause bei mir im Dinorama. Und was noch in der Sammlung bei mir zu Hause fehlt, da habe ich nämlich leider keinen Platz mehr für. Der würde sich da bestimmt aber auch gut machen in dem Dunkelblau. Ein Mosasaurier von der Marke Pandos. Ebenfalls viele Teile fürs Geld, 1859. Und von der Größe her, habe ich es auch irgendwo mal entdeckt, das Ding wird nämlich richtig lang. Da unten steht es, 80 cm in der Länge. Also fast so lang wie der Flugsaurier. Der wäre nämlich, ich glaube, 89 in der Flügelspannweite. So. Das waren jetzt die ganzen großen Klopper, was Dinos angeht, nicht was große Sets allgemein angeht, weil da habe ich ja noch ein paar. Ich fange aber erstmal ganz klein an. Und zwar wollte ich euch zeigen, was ebenfalls möglich ist. Wir können nämlich auch für euch Bestellungen fertig machen, die ihr dann hier einfach komplett abholen könnt, wenn die Sachen alle da sind. Dazu könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben an die Ladenadresse. Und dann bestelle ich die Sachen für euch und gebe euch natürlich auch Bescheid, wenn das verfügbar ist. Und das könnte dann zum Beispiel aussehen wie folgt. Hier hat zum Beispiel ein Kunde einmal ein Eisenbahnset bestellt mit Schienen, hat mir dann seinen Gleisplan gegeben, was er da bräuchte, hat sich da seine Lok und seine Anhänger gewünscht. Und hier haben wir eine komplette Bestellung, kann dann hier eingesammelt werden. Natürlich nur der Kunde, der sie auch bestellt hat, weil wenn ich alle Eisenbahnkombinationen, die es da so gibt, hier kurzzeitig mal verfügbar hätte, wäre der ganze Laden braun und ich hätte nichts außer Eisenbahn mehr hier. Das wollen wir auch nicht. Aber mit ein bisschen Vorlaufzeit kriege ich das eigentlich immer ganz gut hin. Weiter geht's, würde ich mal sagen. Jetzt eine Nummer größer. Und hier gehen wir mal flott durch. Mittelalterliches Wohnhaus. Habt ihr schon gesehen, ist ja keine Neuheit. A-Team Truck haben wir auch wieder da. Upsi. Dann, jetzt wird es groß, größer, gigantisch. Egal, ich fange hier mal mit dem Riesenklopper an. Graues Sport, Supersportcar von der Marke Mojo. 3508 Teile, 140 Euro in Grau. Sieht man zwar nichts wegen dem braunen exklusiven Karton, aber ich weiß ja schon, was drin ist. Steht auch noch vorne im Fenster. Wer ihn mal sehen will, kommt vorbei. Oder kann auch auf der Bluebag-Seite schon mal schauen. Da sind sie ja auch mit drauf. Dann habe ich hier den nächsten Oschi. Große Fachwerkscheune, ein Riesenmonster. Da hatte ich ja schon erzählt, das Restaurant hatte ich ja vor zwei Wochen hier entdeckt und war überrascht von der Inneneinrichtung. Somit erstmal die große Fachwerkscheune besorgt. Nicht genug damit. Das große Fachwerkhaus haben wir ebenfalls da. 5.500 Teile, ne? 5.300. Also richtig mächtige Sets. Fachwerkrestaurant. Wie angekündigt, da ist es. So, jetzt habe ich hier auch schon das Ding wieder im Sichtfeld, so hoch sind sie geworden. Jetzt kommen hier noch ein paar kleinere, entspanntere Sets von der Bluebag Special Serie. Einmal das mittelalterliche Backhaus. Und was haben wir hier? Oh, sehr schön. Kleine Scheune mit Gemüsegarten. Auch sehr schönes Set, wurde sich gewünscht. Haben wir natürlich mit aufgenommen. Wenn ihr das haben wollt, ist doch gar kein Problem. Dann bestelle ich das für euch. So, was ein Problem wird, ist, diesen Kasten hier hochzuheben. Hab's letztes Mal schon mal geschafft. Ich probiere es nochmal. Ups, wieder verfügbar ist das Arkham Asylum Lunatic Hospital natürlich von der Marke Pandos. 7.500 Teile, riesengroße Kiste und eine Nummer kleiner. Wobei eigentlich nicht wirklich, das magische Gebäude, ebenfalls von Pandos Magical Sanctuary in hübschen braunen Umkarton. Lasse ich natürlich da drinnen, damit da nichts drankommt, bis ihr zu Hause seid. Jetzt hole ich mal kurz Luft und dann hole ich hier die zwei, drei Sets noch. Upsi, von Arthur Young haben wir wieder da.
Das Kaffeehaus mit Beleuchtung. Schickes Anfängerset, 130 Euro, 2700 Teile. Wer noch nie was vom Fremdhersteller gebaut hat, kann sich hiermit mal probieren. Kam bisher eigentlich immer sehr gut an. Dann habe ich hier ein neues Auto, das hatten wir bisher noch nicht. Ein graues US Muscle Car. Heißt das so? Ha, tatsächlich. Hätte jetzt fast hier Mustang gesagt, aber nee. Das ist ein grauer Sportwagen. Muskelauto haben wir da. Ebenfalls grau und Sportwagen, wobei weniger grau, dafür mehr Sportwagen. Wäre dieser Apparat hier in Chromfarben mit Kotflügelverbreiterung Richtung Stuttgarter Sportwagen. Taiga Ole, höhenverstellbares Fahrwerk. Ebenfalls wieder da. Der geht wirklich wie geschnitten Brot. Den könnte ich hier eigentlich jede Woche öfter mal bestellen. Und kommt zwar nicht von Bluebricks, aber haben wir trotzdem wieder reinbekommen. Und da die Frage aufkam, halte ich sie hier nochmal mit in die Kamera. RMS Titanic, die 1916, Artikelnummer von der Marke Kobi, Maßstab 1:300, ist auch wieder da. So, wenn ihr wüsstet, wie es hier hinter den Tresen aussieht, würdet ihr euch wundern, wie ich mich hier überhaupt noch bewegen kann. Somit würde ich sagen, ich stoppe mal die Kamera und räume noch ein bisschen auf. Freue mich auf jeden Fall sehr auf die Ladenöffnung am Wochenende. Und ja, bin gespannt, wen ich hier alles wieder treffen und sehen werde. Ich hoffe, euch hat das Video soweit Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Euer Klemmbau Stefan. Ciao.